Jo, schönen guten Tag, der Ära ist wieder da. Wir spielen Ultimate General Civil War und wir haben den Rückzug aus der Stadt. Fredericksburg ist das Thema. Schlacht Nummer 2. Wir fallen mal dahin. So. Ja, wir haben nach wie vor hier unsere Aufstellung so ein bisschen. Jetzt weiß ich halt auch nicht so richtig. Unsere verbleibenden Streitkräfte, die die Stadt verteidigt haben, haben sich in die Höhen zurückgezogen. Am 12. Dezember hat die Union mit einem großen Teil ihrer Armee den Fluss überquert und heute scheinen sie sich auf den Angriff vorzubereiten. Okay. Ja, ich kann Lager. Ich würde spontan einfach schon mal ein bisschen speichern. 23 02. So. Ich habe aber leider kein Geld. So, Springfield. Die Mississippi ist hier. Kann ich die austauschen? Kann ich auch nicht. Also, wir machen weiter. Gut. Ja, dann probieren wir es mal. Fredericksburg. Die Left Grand Division, bestehend aus zwei kompletten Korps unter dem Kommando von Major General William B. Franklin, scheint bereit für den Vorstoß zu sein. Es nähern sich uns fast 45.000 Soldaten. Ja, das war tatsächlich eine der größten Schlachten, was Menschenmaterial angeht, die jemals stattgefunden haben. Es ist tatsächlich, ohne Ende Soldaten sind da verbraten worden. Da waren 200.000 Mann auf dem Schlachtfeld am Ende. Ziehen Sie den Großteil Ihrer Streitkräfte zusammen, um Prospect Hill zu beschützen. Viel Spaß, General. Viel Spaß, das habe ich mir jetzt ausgedacht. Prospect Hill. Warum ist der Herr Young hier unten? Das hier ist scheiße. Warte mal, wir müssen mal was nachschauen. Also, wir können. Sieg. Mindestens eins muss erfüllt werden. Marvis Heights halten, Telegram Road halten. Alle müssen erfüllt werden. Prospect Hood, weniger 50% wäre ein Sieg. Alle müssen erfüllt werden. Marys Heights halten, Telegraph Road halten, weniger als 50%. Also dieses Ding hier ist tatsächlich nicht so wichtig. Ich habe gerade echt ein bisschen ein Problem, weil das ist hier genau die Truppe, tja, die so gar nichts kann. Ich hole jetzt einfach mal hier alle hier hin. Und dann schauen wir mal, ob wir hier irgendwas gehalten kriegen. Ich würde mich tatsächlich hier auf diesen kleinen. Ja, wobei jetzt die Frage ist natürlich, wo kommen sie? Jetzt sind wir wieder bei dem Thema, dass ich halt überhaupt nichts weiß. Vielleicht kann ich ja da vorne diesen Außenposten halten, aber ich habe ein bisschen Angst, dass ich dann einfach hier verliere. Ich gehe mal hier auf diesen Spähposten, ziehe den mal hier an den Wald. Oh, hier gibt es eine Artie-Stellung. Puh, tja, gucken wir mal, ob wir hier von da aus was sehen. Oh, da. Ach du Scheiße, okay, da unten kommen sie. Oh, guck mal, das ist eine Artie. Das wäre halt geil, wenn ich diese Artie instant mit dem Nahkampf rausnehmen könnte. Ah, das wollte ich genau verhindern. Macht euch weg. Jetzt rennt ihr mal schön hier gepflegt.
Gott, ich habe hier. Das ist hier so eine Position, auf der habe ich überhaupt keine Chance. Guck mal, was hier an Menschenmaterial angefahren kommt. Die Frage ist, wie soll ich das denn halten? Ich verbrate mir jetzt hier so einen kompletten Ding. Es gibt halt auch einen Sieg ohne Prospect Hill. Also die Frage ist, sollte man das probieren? Weil guck mal, was da kommt. Ihr seid so weit draußen, wir haben zu wenig Deckung. Eieieiei. Ja, die kommen oben direkt im Nahkampf rein hier. Komm, Beat, schieß mal was. Ach Gott, hier habe ich überhaupt keine Chance. Eieieiei, weil ich ja einfach auch zu wenig Truppen habe. Das ist, ja, das ist die Young-Abteilung. Hätte ich mir spontan sparen können. Pah! Machen wir anders. Ich habe eine Idee. Ich habe eine Idee, wie ich das mache. Ich scheiße hier auf die Kacke. So, Moment. Pass mal auf, wir stellen hier noch so ein Ding. Ich habe jetzt eine ganz blöde Idee. So, pass mal auf. So, jetzt nehme ich die da oben hin. Stonewall geht hier hin. Ihr geht hier hin. Ach nö, nein, das habe ich schon gemacht. Okay, warte. Das kann ich jetzt. Oh, das kann ich jetzt. Keine freie Division. Ach scheiße, ich kann keine Divisionen gründen. Ja, dann nehme ich das wirklich tatsächlich so. Dann gibt es die hier. Und Stonewall kriegt noch eine. Dann habe ich hier drei und hier habe ich drei. Und selbst hier fehlen ja schon wieder Leute. Dann machen wir das so. Ach Gott. Ja, dann machen wir das so. Alles klar. Also, tut mir leid. Ich muss mal rumeimern hier so. Genau. Das hat man alles schon. Das können wir quasi spontan überspringen. Ja. Und ich werde jetzt Folgendes machen. Ich gebe diesen Scheiß hier komplett instant auf. Ich hau ab. Dann sollen sie das da einnehmen. Ich guck mal, ob ich das, wenn ich jetzt ein Fast Forward mache. Weil ich hab mit diesen, gegen diese Mengen an Leuten, die da kommen, sehe ich einfach keinen Stich, also da ist einfach gar nichts zu holen. Ich überlasse denen das und versuche, einen Sieg ohne Prospect Hill hinzukriegen.
Selbst das könnte mir unter Umständen extrem schwer fallen, aber das gibt es ja definitiv hier als Option. Es gibt hier Marys Hills, Telegraph Road. Und weniger als 50% der Armee verlieren. Das ist halt einfach, ich krieg das hier sonst so in den Hintern aufgerissen, das muss ja nicht sein. Also hauen wir hier spontan ab. Das war dumm für so ein paar blöde Artis. Kommt, Leute, rennt. Ich habe hier eh nichts. Was will ich machen? Rear flankt. Ja. Ich hätte einfach wegrennen sollen. So, jetzt hoffe ich, dass das hier, wenn das gefallen ist, dass das dann relativ instant vorbei ist. Und dass ich diese Truppen dann vielleicht irgendwie was anderes nehmen kann. Ich mache mal den Fast Forward an hier. Weil das ist ja albern. Also das ist echt albern. Ich kann hier mit meinen kleinen Pups-Divisionen gar nichts reißen. Also das ist einfach nie in der Nähe von, ich kann irgendwas tun. Das ist nimmer ansatzweise. Problem ist, dass sie das echt nicht erobert kriegen. So, jetzt lasse ich die das da mal nehmen. Keine Chance. So. Hunger of the Mary Heights. So, okay. Während wir die rechten Flanke kämpfen, werden wir auf der Mary Heights angegriffen. Okay. Hinter der Steinmauer haben wir eine große Anzahl an Kanonen, die den Hügel verteidigen. Der verrückte Vorstoß der Union wird sie viel kosten. Auf diesem Feld könnte kein Huhn überleben, wenn wir einmal angreifen. Na, das hoffe ich mal. So, jetzt schauen wir mal. Ach du Scheiße. Okay, also, was haben wir hier? Hier stehen meine ganzen Leute. Wir haben hier noch eine Artie. Oh Gott, das ist aber eine ganz schön lange Linie. Das ist eine lange Linie. So, also ich würde dich mal hier mit hin tun. Ich werde jetzt mal hier so ein bisschen einen kleinen Backup-Plan machen. Hawks. Schicke ich. Oh, hier habe ich eine Arti. Oh, ist eine Arti-Stellung, ist das. Betty schicke ich mal hier hinter. Ames schicke ich erstmal mit hier vor. Kirscher schicke ich auch mal hier rüber. Also die Scharmützler müssen da rüber. Thomas. Ich glaube, den ziehe ich mal dahin. Und dann schauen wir mal, McCord. Weil McCord nehme ich als Backup hier hin. Hier machen wir noch eine Artigstellung.
Alter, das geht aber weit nach Norden. Ich will mal gucken, dass wir hier oben zumindest so ein bisschen Lucky-Lucky kriegen, dass sie uns nicht flankieren. Ach, ich bin einfach echt unterbesetzt mit meinen Soldaten. Ich habe ein bisschen wenig Soldaten. Die machen gleich wieder einen Sturmangriff oder was ist der Plan? Ich könnte dort oben sogar noch eine Arti aufstellen. Eieieiei, das kriege ich ja nicht hin. So, ich werde jetzt aber mal hier diesen Aussichtspunkt besetzen. Und dann haben wir hier oben ein bisschen den Blick. Das finde ich okay. Das finde ich in Ordnung, wenn wir da ein bisschen Aussicht haben. Oh Gott, die stürmen ja instant rein. Ach du Scheiße. Tötet sie. Weil das muss ich jetzt halten. Hier habe ich jetzt keine Chance und ich darf auch nicht so viele Leute verlieren. Ja, okay. Sieht ja erstmal ganz gut aus. Gucken, ob ich mit meinen Scharmützlern hier irgendwas Lustiges anstellen kann. Vielleicht gibt es ja hier auf der Flanke irgendwas Lustiges zu sehen, wo man sagt, man könnte mal ein bisschen reinschießen, den Feind ein bisschen ablenken, ein bisschen auf den Sack gehen. Ist immer gut. Bin großer Fan von sowas. Das sieht relativ ruhig aus, oder? Also zumindest da oben auf der Flanke. Hier unten wird natürlich übel gekämpft. Wir müssen jetzt aufpassen, dass wir jetzt hier nicht. Naja, solange die nur dastehen und auf mich schießen wollen, ist das alles okay. Ui, hier im Süden geht es aber auch tierisch ab. Ach du Scheiße. Na, der schleppt ja mal ran hier. Ich will mal hier diese Position aufgeben. Weil die brauche ich jetzt nicht. So, da wird wieder gestürmt, aber da kriegen sie richtig den Hintern voll. Benjamin kriegt schon wieder richtig Ärger. Das ist schon krass, wenn die mir hier so in die Bude reinrennen. Das ist schon echt zornig, was die da anstellen. Tja, Hawkins, du müsstest mal ein bisschen besser killen, muss ich mal sagen. 28 Kills finde ich ganz schön wenig für ein Scharfschützenbataillon.
Ach du Scheiße. Ui, 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 ui. Na, hier verliere ich ja wieder, Leute. Ach du Kacke. Scott Davis wurde verwundet. Das ist nicht gut. Ui, das war ja krass. Jetzt haben sie Thomas aber instant wieder rausgebuchst hier. Ach du Scheiße. Hier ist also hier die Mitte, die hat jetzt gerade ein bisschen Prügel bezogen. Aber was die ja auch wieder auffahren hier an Leuten, das ist schon wieder unklar. Absolut unklar ist es. Was hier so an Personal rumläuft beim Gegner. Glückwunsch. So, Benjamin, wie sieht's denn aus? Kriegen wir das nochmal hin? Thomas hat sich weit zurückgezogen. Die fallen gut. Hier nehmen wir uns den Palmer richtig vor. Ja, Benjamin steht. Thomas kommt. Sehr gut. Ja, das ist nie ganz ohne. Das muss ich mal festhalten. Das ist schon nicht ganz ohne. Hier knallt es ganz schön. Aber noch halten wir Stand. Wir stehen hier eigentlich ganz gut. Jetzt machen wir Palmer richtig fertig. Ich habe so das Gefühl, dass hier... hier drüben nicht wirklich viel kommt. Ich bin echt am Überlegen, ob wir hier die Kavallerie auch mit runternehmen, damit die hier genau in solchen Fällen zuschlagen kann. So, hier sieht gut aus. Wie sieht's hier aus? Oh, die Mitte. Die Mitte macht mir Sorgen. Wobei Benjamin eigentlich gut verstanden da liegt. Das ist okay. So, Palmer nehmen wir jetzt mal im Nahkampf und nehmen den vielleicht gefangen. Das wäre ganz geil, weil ich brauche Rekruten. Ist ja nach wie vor das Thema. So, McErradan muss hier in die Mitte. Wir müssen hier einfach jetzt die Moral hochhalten. Komm, Barry, die schnappst du dir jetzt.
Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Guck dir mal an, was hier los ist. Das haben wir zerschlagen. Das ist okay. So, jetzt werde ich mal meine Vermittler hier auf die Flanke schicken und da gleich wieder rangehen. Das nützt halt nichts. Da kann ich wenigstens von der Seite ein bisschen mit blöde machen. Ein bisschen rumstänkern. Und zurück. Wo will er denn hin mit den Typen hier? Wo will er hin mit Warren? Was soll das? Warren, geh zurück. Puh, ja, ich glaube, den ersten Druck haben wir erstmal aus dem Kessel genommen, aber. So, und jetzt nehmen wir uns den Warren schön von der Seite vor. Jawohl. Das ist mein nächstes Opfer hier. Das sieht gut aus. Das sieht gut aus. Das gefällt mir tatsächlich ganz gut. Huiuiuiuiui. Alter, das ist echt, das hört doch gar nicht auf, was da an blauen Leuten kommt. Das ist echt der Knüller. Ja, guck mal, jetzt haben wir den Warren tatsächlich schon wieder so weit angeschissen, dass er abhaut. Sehr gut. Schnappen wir uns den nächsten. Warren wird bestimmt gleich wiederkommen. Dann hauen wir den wieder. Oh, das ist ja so ein 3-Sterne-Regiment. Da müssen wir ein bisschen ran. Da müssen wir ein bisschen ran. Sehr gut. 3 Sterne werden vernichtet, das sage ich dir. Sogenannte Zernichtung. Ja, hier steht eigentlich alles ganz gut. Benjamin leidet halt ganz schön. Das ist so, das tut mir ein bisschen leid für den Kollegen. Benjamin im Battle, das sind immer die, die ganz schön den Hintern aufgerissen kriegen. Tja, Freunde, ihr müsst mal ein bisschen schießen jetzt. Das muss ein bisschen schneller gehen, muss das. Weggeroutet, siehst du? Sehr gut, sehr gut. Haltet stand, Freunde. Oh, Benjamin. Oh, Benjamin, mein Freund. Ich versuche hier schon auf der Flanke, was ich kann.
Ich hole die mal vor hier. Oh je, hier wird schon wieder gestürmt. Eieiei. Das ist ganz geil, das läuft richtig gut hier mit meinen Milizen auf den Flanken. Das muss ich echt sagen, das ist ganz cool. Die Skirmisher sind relativ gut dabei. So. Oh Gott, Benjamin. Benjamin, mein Freund. Wie sieht's denn aus bei dir? Hat aber auch schon 2.500 Mann getötet, ey. Heieieiei. Können wir uns aber hier in der Mitte noch ein bisschen massiver hinstellen. Das ist echt okay. Eieiei, die werden aber gerade zernichtet hier. Es ist halt, es sterben wieder so viel. Ich krieg diese Armee nie wieder aufgebaut. Aber was willst du machen? So. Wenn man sich überlegt, was das für ein Elend ist hier. Also was das einfach auch für Kriege waren. Dann marschierst du in Reih und Glied in die Gewehre von anderen. Guck mal hier, wie dieser Barnes Leute einbüßt. Du läufst halt einfach in Gewehrschützen rein. Das sieht gut aus. Also ich glaube, die Linie hält. Die Linie könnte durchhalten. Da mache ich mir jetzt nicht so viel Sorgen. Es war zwischendurch, wo die hier direkt reingematscht haben, war es halt echt mal zwischendurch mal ein bisschen grenzwertig. Aber jetzt mittlerweile... So, jetzt hole ich mal meine Scharmützler rein hier. Die sollen sich mal Munition holen. Tja, und dann schließt sie hier. Ich habe die Linie komplett doppelt. Also das ist schon nicht schlecht. Also das ist okay. Es ist halt leider einfach... Ich kann halt ohne angreifen. Ich kann das hier nur halten. Sehr gut, sehr gut. Oh Gott, Benjamin, das tut mir so leid. Der liegt schon wieder voll im Dreck. Eieiei. Jetzt kommt da hinten was. Das ist natürlich ein bisschen ärgerlich. Eieiei, da kommt er, da kommt er. Aber ich habe jetzt zur Not noch die Reiterei, die kann ich auch noch mal reinschicken.
Sieht gut aus. Also ich mache mir hier keine Rübe. Ich denke, die Linie wird passen. Die Frage ist halt, um welchen Preis. Das ist halt wieder mal das Problem. Wir haben die Gegner so in Klump geschossen. Normalerweise, das lohnt sich für die nicht mehr, aber die kriegen ja immer Nachschub ohne Ende, ne? Und wir nicht so. So, das ist eben seine Drei-Sterne-Truppe. Die nehme ich mir jetzt nochmal vor mit meinen lustigen kleinen Skirmishern. Oh, der Feind greift weiterhin an. Ich denke, das ist ein guter Punkt, um eine Pause zu machen. Ich sage vielen Dank fürs Zuschauen. Wir haben auf jeden Fall erstmal Marius Hill Heights gehalten und beim nächsten Mal geht's weiter. Bis dahin, vielen Dank. Ciao, ciao. Der Ära.